cremigen Joghurt ganz einfach selber machen. Wie das mit nur zwei Zutaten funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Hallo, ich bin Yannick vom Foodblog Tastebits und heute wollen wir zusammen mal leckeren, cremigen Joghurt selber machen. Meine Mutter hat das früher schon immer gemacht in so einem speziellen Joghurtbereiter, die kennt ihr vielleicht. Ich habe es zum Teil leider nicht, aber ich habe das hier, das ist mein Sous-Vide-Gerät. Und ich dachte mir mal, eigentlich brauche ich ja fürs Joghurtmachen nur eine relativ konstante Temperatur von 45 Grad. Also irgendein Gerät, was diese Temperatur konstant halten kann. Mein erster Gedanke dabei war mein Sous-Vide-Gerät. Ihr könnt das Ganze aber auch selbstverständlich im Backofen machen, im Slowcooker, im Dampfgarer, im Schongarer, im Dörrgerät oder auch ganz einfach mit Wärmflaschen und Decken, ja, unter der Bettdecke. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr zu den verschiedenen Möglichkeiten der Joghurtherstellung erfahren wollt, dann schaut mal unten in der Beschreibung, da verlinke ich den Artikel zu meinem Blog, da habe ich noch eine ganze Menge mehr für euch. Aber wir machen weiter und zwar mit der wichtigsten Zutat für die Joghurtherstellung, das ist nämlich die Milch. Bei der Milch solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr pasteurisierte Milch kauft. Die ist schon einmal hoch erhitzt und das erleichtert uns ein bisschen Arbeit. Achtet also auf der Packung auf jeden Fall auf diesen Zusatz. Ob eure Milch 0,1% Fett hat, 1,5% Fett oder wie meine hier 3,8% Fett, das ist ganz egal. Die Joghurtherstellung klappt da mit jedem Fettgehalt. Ihr könnt, wenn ihr einen Sahnejoghurt machen wollt, sogar ein bisschen Sahne mit dazugeben. Das ist auch gar kein Problem. Aber im Übrigen lässt sich natürlich auch mit Rohmilch oder mit frischer Milch Joghurt selber machen. Dazu komme ich aber später nochmal kurz. Ihr beginnt zunächst mal damit, dass ihr die Milch in einem Topf auf 45 Grad erhitzt. Das könnt ihr gerne mit einem Küchenthermometer nachmessen, so wie ich es hier getan habe. Einen wichtigen Hinweis habe ich aber noch für dich, falls du Joghurt aus Rohmilch machen möchtest oder aus nicht pasteurisierter Milch. In diesem Fall musst du die Milch in dem Topf einmal für mindestens 5 Minuten auf 90 Grad erhitzen und anschließend auf 45 Grad abkühlen lassen. Das ist wichtig, damit eventuelle Bakterien absterben und uns bei der Joghurtherstellung nicht im Wege stehen. Wenn deine Milch dann die 45 Grad erreicht hat, dann geben wir unseren Joghurt mit dazu. Wichtig ist es hier, dass du einen Naturjoghurt verwendest. Ich nehme immer gerne Bio-Qualität, weil ich finde, dass Bio-Joghurt einfach besser schmeckt, aber es klappt meiner Erfahrung nach mit eigentlich so ziemlich jedem Joghurt genauso gut. Der Joghurt wird jetzt in der warmen Milch aufgelöst. Das könnt ihr mit einem Schneebesen machen oder mit einem Kochlöffel, wie ich das hier gemacht habe. Und anschließend füllen wir den Joghurt-Milch-Mix in Gläser. Ich habe hier Einmachgläser verwendet, aber ihr könnt auch gerne so Olivengläser oder irgendwelche Küchengläser aufbewahren, die ihr mal bekommt. Wichtig ist, dass die Gläser einmal heiß ausgespült sind und dass sie natürlich sauber sind. Ja, und jetzt muss dein Joghurt noch für ungefähr 8 bis 12 Stunden bei einer konstanten Temperatur von 45 Grad reifen. Das ist ganz wichtig, weil in diesem Moment vermehren sich die Milchsäurebakterien und dein Joghurt kann richtig schön andicken. Um diese konstante Temperatur von 45 Grad zu erzielen, da nehme ich jetzt hier ein Sous-Vide-Gerät, das wälzt einfach das Wasser um und hält es konstant auf einer Temperatur von 45 Grad. Du kannst aber auch deinen Backofen verwenden und den Backofen auf 50 Grad oder knapp darunter einstellen. Das lohnt sich natürlich in der Regel eher, wenn du mehrere Gläser Joghurt machst und nicht nur, wie ich es hier gemacht habe, zwei. Dabei fermentiert die Milch durch die Milchsäurebakterien und wird zu Joghurt. Wichtig ist beim Reifeprozess allerdings, dass die Temperatur von 50 Grad nicht überschritten wird, denn bei über 50 Grad da würden die Milchsäurebakterien absterben und entsprechend würde sich natürlich auch kein Joghurt bilden. Und auch gerne noch ein Wort zu niedrigen Temperaturen. Das ist natürlich auch schwierig, weil bei zu niedrigen Temperaturen dauert die Joghurtherstellung einfach ewig lange. Also achtet darauf, dass ihr die 42 bis 45 Grad am besten gut erreichen könnt. Ja, ich werde meinen Joghurt jetzt für 8 bis 12 Stunden hier im Wasserbad entspannt ruhen lassen, damit sich ein schöner Joghurt bilden kann. In der Zeit würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesem Video einen schnellen Daumen nach oben gebt und den Kanal am besten gleich abonniert. So, nach 12 Stunden ist es dann auch an der Zeit, mal nach dem Joghurt zu schauen. Ja, ich sehe hier in dem Glas, wenn ich das so hin und her bewege, ein bisschen dickflüssig ist er schon geworden. Ich nehme die Gläser jetzt mal heraus, stelle sie erstmal bei Zimmertemperatur hin und lasse sie ein bisschen Zimmertemperatur annehmen. Ich öffne hier schon mal und gucke mal und man sieht es, es hat sich so ein bisschen Wasser oben abgesetzt. Aber der Joghurt sieht auch schon deutlich fester aus. Keine Sorge, wenn er jetzt noch nicht so richtig fest ist. Das passiert nämlich beim späteren Kühlprozess noch.
Und das ist auch ein gutes Stichwort, denn wenn euer Joghurt jetzt Zimmertemperatur angenommen hat, dann gebt ihr ihn in den Kühlschrank und lasst ihn am besten noch mal eine Nacht oder so 6 bis 8 Stunden durchziehen. Und dann ist er auch schon bereit zum Genießen. Vielleicht noch ein Wort zur Haltbarkeit. Den selbstgemachten Joghurt kannst du im Kühlschrank ungefähr 5 Tage lang aufbewahren. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Joghurt selber machen. Ich freue mich sehr auf deinen Kommentar, ob du das schon mal gemacht hast, ob du diese Joghurtbereiter benutzt lieber oder auch in welchem Gerät du deinen Joghurt am liebsten selber machst. Da bin ich sehr gespannt drauf, das von dir zu hören. Außerdem natürlich nicht vergessen, dem Video einen schnellen Daumen nach oben zu geben und zu abonnieren. Alles klar, dann sehen wir uns im nächsten Video schon ganz bald wieder. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao.